Mein Name ist Tess oder Theresa Trübenbach, ich bin jetzt 34, ich komme aus Dresden und bin seit über 15 Jahren Fitnesstrainer, ganzheitlicher Fitness- und Ernährungsexperte und ja, fest in dieser Branche verankert. Ich habe jetzt die Hit the Beat Kids Ausbildung für mich entdeckt. Ich habe sie absolviert bei Peter persönlich und ich muss sagen, das ist so eine große Bereicherung für mich als Trainer, nochmal ein extra Standbein, ein komplett neuer Bereich für mich zu eröffnen, weil ich vorher nur mit Erwachsenen gearbeitet habe und habe dann aber jetzt für mich entdeckt, dass es mich unglaublich erfüllt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir diesen Bereich noch mehr ausweiten. Ich habe jetzt mittlerweile meinen zweiten Hit the Beat Kids Kurs aufgemacht. Einmal in einer etwas ländlicheren Gegend und einmal in der Erfurt, in unserer Landeshauptstadt. Und es wird sehr gut angenommen. Man muss natürlich sagen, bei Kindern ist es immer so, dass natürlich auch eine gewisse Fluktuation besteht. Mal ist es denen ein bisschen zu anstrengend, dann ist der Fußball wichtiger, dann ist die erste Freundin wichtiger. Also das muss man natürlich wissen, dass Kinder eine andere Frequenz haben, zum Kurs zu erscheinen als Erwachsene. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass auch die Eltern extrem dankbar sind, einmal die Woche eine Stunde das Kind zu einem Kurs zu geben, wo es nicht nur gefördert wird, sondern wo es auch unglaublich viel Spaß hat. Eine Stunde in der Woche, wo sich die Eltern, die Mama, der Papa mal nicht um dieses Thema kümmern müssen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern haben Spaß an der ganzen Sache, sind irgendwie happy, sind erleichtert, haben etwas für sich gefunden. Und ja, es wird also sehr, sehr gut angenommen. Sonst hätte ich jetzt meinen zweiten Kurs noch nicht eröffnet. Und habe weitere Projekte an Schulen, zum Beispiel nächstes Jahr steht ein großes Projekt mit 210 Kindern an. Ich habe selber ein Kind bekommen vor ungefähr einem Jahr und ich merke, dass Arthur, also mein Sohn, am glücklichsten ist, nicht nur wenn wir ihm Zuneigung geben, wenn wir ihm Aufmerksamkeit geben, sondern auch wenn er aktiv ist, wenn er ausgelastet ist und wenn er sich austesten kann, wie er das möchte. Das bedeutet, er darf rennen, er darf rollen, er darf sich irgendwo krabbeln, er darf sich ziehen, er darf auch mal springen und er darf auch mal laut sein. Er folgt seinem natürlichen, intuitiven Verhalten eines kleinen Kindes. Was wir machen, und das merke ich ganz oft in den vielen Jahren meiner Berufserfahrung, ist, dass wir Kinder in gewisse Strukturen hereinpressen, für die sie gar nicht bestimmt sind. Sie sind dafür bestimmt, sich zu bewegen. Sie sind dafür bestimmt, über Grenzen zu gehen. Und sie sind auch dafür bestimmt, aktiv und laut zu sein. Was wir tun, ist, wir halten sie klein mit unserem Schulsystem, mit unserem System. Du musst sitzen bleiben, du musst still sein, sei nicht so laut, sei nicht so viel, sei nicht so groß. Und genau das möchte ich aber verändern. Ich möchte, dass Kinder aktiv sind. Ich möchte, dass Kinder ein Ventil haben, wie sie nicht nur den Schulstress, sondern auch ihren privaten Stress. Und das gibt es ja überall, dass Kinder auch über das Elternhaus Stress erfahren, über den Freundeskreis, über ihr Umfeld, dass sie ein Ventil erfahren, wo sie A, sie selbst sind, wo sie sich ganz mal auslassen können, was eine Art Stressmanagement ist und wo sie Selbstbewusstsein und Selbstentwicklung erfahren können. Und genau deswegen habe ich Hit the Beat Kids gemacht, weil mir das Gefühl gegeben hat, es ist ja ein Fitnesskonzept, ja, wir machen Sport und ja, es ist auch anstrengend. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass wir sehr liebevoll, metaphorisch und malerisch mit den Kindern arbeiten, fast schon eine Geschichte erzählen zu jedem Kurs, hat das Ganze eine sehr freundschaftliche und familiäre Atmosphäre, in dem sich die Kinder extrem wohlfühlen, in dem sie sich gesehen sehen, in dem sie sich aufgenommen sehen. Und wie wir wissen, bekommt nicht jedes Kind diese Aufmerksamkeit, diese liebevolle Zuneigung. Im besten Falle natürlich schon, aber ich habe das Gefühl, es liegt in unserer Verantwortung und es liegt auch in unserem Potenzial, das den Kindern zu geben, auch als Trainer. Auch wenn ich mit diesen Kindern gar nicht verwandt bin, auch wenn ich mit den Kindern gar nicht bekannt bin, habe ich trotzdem das Gefühl, durch Hit the Beat Kids mit jedem Kind ein extrem liebevolles und vertrautes eine vertraute Beziehung aufzubauen. Und das gibt mir unglaublich viel zurück. Ich bin also nicht nur Trainer, Lehrer, ich bin nicht nur streng, sondern ich verhelfe auch jedem Kind, und es ist ganz doof gesagt, aber es ist wirklich so, zu einem besseren Leben. Weil jedes Kind, was aus meinem Kurs kommt, ist nicht nur körperlich gestärkt, hat eine andere Physis nach 3 Monaten, hat auch eine ganz andere mentale Stärke, hat vielleicht mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, traut sich auf einmal im Unterricht etwas zu sagen, traut sich auf andere Kinder zuzugehen durch die Partnerübungen und die Teamübungen, die wir in Hit the Beat Kids machen. Lernt es also auch, Kontakt aufzunehmen zu anderen Kindern. Und diese ganzen Faktoren, also körperliche Stärke,
Stabilität, mentale Stärke, psychische Stärke, aber auch Selbstbewusstsein, Vertrauen und auch Liebe. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die wir bei Hit the Beat Kids nicht nur unterrichten, sondern auch zurückbekommen. Und das ist eben diese schöne Balance aus Geben und Nehmen, was mir bei den Kindern extrem auffällt, was bei den Erwachsenen weniger manchmal der Fall ist, weil die Kinder einfach so echt und so roh sind. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich lerne immer besser dazu, auch was meinen eigenen Sohn betrifft.